Name ist Moritz Rosser. Ich arbeite seit 2001 täglich daran, Golfer schnell besser zu machen, mit möglichst wenig Änderung dafür zu sorgen, dass der Ball höher fliegt, weiter fliegt, gerader fliegt, dass die Energieübertragung stimmt, dass satte Ballbodenkontakte entstehen. Ich habe den Luxus gehabt, mittlerweile über 15 Jahre mit einem Videosystem arbeiten zu können, wo ich direkt nach dem Schlag die Zeitlupe des Golfschwunges zur Verfügung habe und habe so über 1 Million Golfschwünge in Echtzeit und direkt danach in Zeitlupe gesehen und weiß deswegen ziemlich genau, was Golfer machen und was Golfer nicht machen, was relevant ist für den Erfolg und was im Vergleich deutlich weniger. Ich kann Klarheit schaffen. Ganz viele Golfer kommen in eine Unterrichtsstunde und haben bestimmte Dinge, auf die sie sich konzentrieren, die sie dann berichten. Und ich kann dann relativ genau sagen, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig, das ist überhaupt nicht wichtig, das ist nützlich, das ist eher weniger nützlich. Mein Unterricht ist ergebnisorientiert, das heißt, ich gucke mir das Ergebnis desjenigen an, bezüglich des Ballfluges, bezüglich des Ballkontaktes und versuche dann den Golfschwung so zu analysieren, dass ich die ein oder zwei Sachen rausfinde, die dann wirklich direkt den Ballflug verbessern und eben auch den Ballkontakt verbessern. Golf ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, die schwierigste Sportart, die man betreiben kann, zumindest wenn man so Massensportarten in Betracht zieht. Und da sollte es auf jeden Fall so sein, dass wenn man schon sich auf ein oder zwei Sachen nur konzentrieren kann, dass die dann möglichst direkt mit dem Erfolg zu tun haben. Also dafür sorgen, dass man eben möglichst schnell besser wird. Ich habe eine DVD produziert zum Thema lange Schläge. Die wesentlichen Dinge, die eine Rolle spielen, sind alle dort aufgeführt. Das Ziel der DVD ist, dass man sein eigener Golflehrer werden kann, dass man also auch ein bisschen lernt, wie man seine Ballflüge und seine Ballkontakte überhaupt zu interpretieren hat, dass man auch lernt, wie man seinen Schwung richtig analysieren kann, dass man auch lernt, wie man eigentlich beim Training so vorankommt, dass man die Zeit eben sinnvoll, qualitativ hochwertig nutzt. Es ist so eine Art Kompendium des langen Spiels, so eine Art Handbuch, wo eben alles aufgeführt ist, was eine Rolle spielt. Aber es ist nicht so gedacht, dass man das einfach hoch und runter schaut, von vorne bis hinten. Es geht über 3 Stunden, sondern man sollte sich auf die Teilbereiche der DVD konzentrieren, die für einen überhaupt relevant sind, um dann vielleicht Monate oder Saisons oder Jahre später, wenn sich die Dinge mal verändert haben werden und man besser geworden sein wird, dass man dann eben auch auf andere Bereiche der DVD zugreift. Das heißt, sie bekommen praktisch alles, was man wissen kann oder muss über lange Schläge, was relevant ist, zum Preis, der deutlich unter dem Preis einer einzigen Golfstunde liegt. Meine zweite DVD beschäftigt sich mit dem kurzen Spiel, also mit Putten, Chippen, Pitchen, mit Bunkerschlägen, mit Kurzspieltaktik. Und was ich da versuche rüberzubringen, ist zum Beispiel, dass kurzes Spiel eher einfach ist, damit meine ich eher unkompliziert ist und auch so unterrichtet und gehandhabt werden sollte. Und sie lernen einfach, wie sie auch so trainieren, wenn sie sich schon mal ums kurze Spiel kümmern, dass sie da möglichst schnell besser werden. Meine dritte DVD heißt Spezialschläge und da geht es eben um diese speziellen Golfschläge, für die man im Unterricht selten genug Zeit hat und selbst in Golfkursen nicht genug Zeit hat, die man auch nicht immer gut trainieren kann, weil man einfach die Möglichkeiten nicht auf einer Driving Range hat. Also zum Beispiel um Schläge aus dem Rough oder Schläge aus Hanglagen, Schläge aus so Bunkern, die so mittelweit weg sind, so 40, 50, 60 Meter Entfernung. Was ist denn eigentlich noch?
Langsam wird der Griff nass. Schweren Messer. Schläge bei Wind. Oder auch, wenn der Ball mal auf einer kahlen Stelle liegt zum Beispiel. Oder was mache ich, wenn ich mal eine Flugkurve schlagen muss und so weiter. Die einfach ein bisschen, wenn man die beherrscht, einem helfen, dass man als Golfer auch so ein bisschen kompletter ist und dass man einfach ein bisschen mehr Schläge im Arsenal hat, so dass man eben auch in solchen typischen heiklen Lagen auf dem Golfplatz weiß, was zu tun ist.